The Walking Dead, die letzte Staffel. Und damit hallo und willkommen zu The Walking Dead. Die letzte Staffel ist angebrochen. Wir haben die Story von Clementine über 3 Staffeln verfolgt. Wir sind jetzt in der 4. und letzten. Und ja, was soll man sagen? Nachdem wir Clementine über... Hier habe ich übrigens schon mal gestartet, weil ich gerade schon mal gestartet habe und direkt in den Auswahlbildschirm kam. Jedenfalls, wir haben Clementine über 3 Staffeln verfolgt. Wir haben damals die Story mit ihr gehabt, wie wir sie als mit Lee gefunden haben. Sozusagen der Vater für sie waren. Und großgezogen haben. Und wir dann schmerzlich quasi Lees Ende mit ansehen mussten. Sind wir dann zum zweiten Spiel gegangen. Staffel 2, wo wir... wo wir dann die neue Gruppe getroffen haben. Mit Jane und so. Und allen Elvin. Und all... wem sie halt dazugehören. Haben dann, als wir in der ersten Staffel dachten, Kenny sei gestorben. Kenny wieder getroffen. Haben mit ihm quasi wieder... angebandelt und alles. Das ist das falsche Wort, aber halt wieder... Ja. Der uns damals auch zum Teil aufgezogen hat. Der uns auch wie zum Teil unsere eigene Tochter gesehen hat. Nun mit dem neuen Elvin Junior. Der dann dort geboren wurde. Ihn auch als quasi Sohn ansah. Und dann wir sind... Auch dann, nachdem wir quasi einen Kampf da mit Jane gesehen hatten und wir uns für Kenny entschieden haben, dann in Staffel 3 mitgenommen haben, wir sein schmerzliches Ende ansehen mussten. Und dann auch in Staffel 3 die Suche nach ihm waren, indem wir mit Harvey quasi als Hilfe und seiner Familie die Unterstützung gesucht haben und dann in den New Frontier gelandet sind und mit ihnen darin kamen, haben wir endlich eine Spur auf AJ und... Es wird Zeit, das Ganze zu beenden. Und ich war vorhin ein bisschen geflasht. Ich habe das Spiel schon mal gestartet gehabt. Und war ein bisschen überrascht, weil... es hat mir wieder... Ich habe ja Speicherdaten meinem Telltale-Konto verbunden gerade, wie ihr auch alles gesehen habt und so. Und ich war geflasht, weil es hat meine Speicherdaten nicht gefunden. Irgendwie... Es sind keine Speicherdaten vorhanden. Danke Telltale für nix. Aber auf jeden Fall war ich ein bisschen geflasht, als ich das gesehen habe. Sprachen. Es gab wieder so eine kleine Rückblende, was früher war, und es gibt jetzt gesprochene Sprache Deutsch. Es gibt jetzt deutsche Synchro in The Walking Dead. Und ich dachte mir so, als ich Clementine in Deutsch gehört habe, what? Seit wann macht Telltale Games bitte deutsche Synchros? Habe ich irgendwas verpasst? Seit wann gibt es deutsche Sprachausgabe in einem Telltale-Spiel? Vor allem... weil Telltale Games stellenweise früher nicht mal eine Zeit lang keine deutsche Text gemacht hat oder keine deutsche Textausgabe. Seit wann gibt's jetzt auch noch deutsche Synchro? Seit wann? Aber ich glaube, ihr werdet es mir verzeihen, aber ich möchte in Englisch spielen. Weil ich weiß nicht, das wird es mir ein bisschen rausreißen. So, wir haben jetzt Clementine über 3 Staffeln in englischer Sprachausgabe gesehen. Ich habe mich so ein bisschen an die englische Sprache gewöhnt. Normalerweise bin ich ja keiner, der so auf Synchronsprecher und alles achtet, aber hier, ich weiß nicht, im Gesamtpaket hätte ich es dann doch gerne in Englisch. Ich habe auf jeden Fall neue Spielstand angefangen. Extras haben wir nur nix. Beziehungen, Entscheidungen, Einstellungen, Speicherdaten. Gut. Gameplay haben wir alle. Ah, Audio könnte ich noch einstellen. Ich würde gerne das Audio mal ein bisschen runterdrehen. Sagen wir auf 8, Musik auf 7 oder sagen wir das auf 9, gucken wir mal, ich muss vielleicht noch ein bisschen anpassen. Steuerung passt, Audio, Display, Gameplay passt schon so, wird schon passen. Ja, ich habe schon lange genug geredet, Zeit das Ganze zu beenden und wir versuchen nochmal den Spielstand zu importieren, gucken mal, ob es diesmal funktioniert. Ihr müsst wissen, ich habe es gerade vorhin mal probiert gehabt und es hat nicht funktioniert, von dem wir mal schauen, ob es jetzt funktionieren tut. Ich will es mal hoffen. Unvollständige Entscheidungen. Auf deinem Telltale-Konto gibt es unvollständige Entscheidungen. Besuche Telltale für weitere Informationen. Geil. Wir haben keine Wahl. Zurück zum Spiel. Wir werden wohl jetzt das machen müssen. Tut mir leid. Ich hab mein Telltale-Konto verbunden gehabt. Keine Ahnung, warum das wieder nicht funktioniert. Naja, fangen wir mal an. Until a man named Lee became my protector.
Lee protected other people too. But he couldn't save everyone. Ah, ich erinnere mich. Allererstes Spiel, als wir dort in diesem in dem Convenience Store oder was das waren. Und dann die Zombies angriffen. Wen haben wir gerettet? Eigentlich hatte ich Carly gerettet, aber wir sind ja mit Duck gegangen in der Story, weil ja irgendwie ein Speicherfehler war. Also hatten wir Duck. You can never save everyone. The living were just as dangerous as the dead. A woman in our group named Lily lost her dad. And then she just couldn't cope. She took the life that Lee saved. Lee left her on the side of the road. Lee taught me how to survive. He protected me as long as he could. But he got bit because of me. And even in the end, he was still teaching. Stay away from the cities. They're just not worth the risk. Danke für die schönen Erinnerungen. Oh, Lee. Lee wouldn't make it. He knew it was the end. He made one final request. He asked me to shoot him. And I did. I met another group after that. Broken people, running from their past. There was a woman who gave birth to a boy named Alvin Jr. AJ. He made it. But the mom didn't. Ruhe und Frieden. And I started to take care of him. But then, Jane left AJ in the snow. We thought he was gone forever. That was the last straw for Kenny. And without Lee around, I had to make the call. Und wir wissen alle, wir konnten ja Kenny nicht erschießen. Ich hab's nicht übers Herz gebracht. Und Jane für das, was sie tat. I couldn't. And Kenny killed Jane. It turned out AJ was alive. Jane hid him to make a point. Knowing what they'd done, I still decided we were better together, for AJ's sake. But like everything else, it wouldn't last. AJ and I traveled to a new frontier. I thought we'd found something that worked, but I was wrong again. They took AJ from me. Said I was too young to take care of him. Aber wir haben es nicht zugelassen. Das konnten wir nicht. Wir waren für AJ immer da. Das ging nicht. I fought back, but I wasn't strong enough. I searched for a long time. Just when I gave up hope, I found him. We're searching together now for a place we can call home. I'm all AJ has. He's all I have, and I'll protect him with my life, just like Lee did for me. Wir sind quasi das Gleiche, was Lee vor uns war. Wir werden ihn niemals, niemals irgendwas zustoßen lassen. Auch wenn es unser Leben kostet. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf der Spielerei. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Kann er mal in die Beschreibung packen, vielleicht mal die deutsche Version dieser Cutscene, oder diese Zusammenfassung, die wir gerade mal hatten. Dann könnt ihr mal die deutsche Stimme von Clementine hören. Aber ich sage ja, ich würde es gerne in Englisch spielen, weil wir haben Englisch angefangen, wir bleiben Englisch. Dann wird es auch so bleiben. Aber nur kurz mal. Ich möchte es, glaube ich, noch ein bisschen lauter machen. So. Och, die Mucke. Egal, weiter. Spiel fortsetzen, bitte. Danke. Verwende es, um den Rückspiegel einzustellen. Ja, logisch. Ach, da ist er. Hi, AJ. Wie haben wir dich eigentlich gefunden? Würde ich gerne mal wissen. What you doing there, goofball? Oh Gott, Schlawino. Gut, dass ich es nicht deutsch. Pretend we got bullets. Well, don't. It's getting on my nerves.
I don't like goofball. I'm too big for it. Would you prefer shitbird? No. That's mean. You're a shitbird. Er hat inzwischen reden gelernt. Juhu. Hab ich eigentlich gesagt, dass das Spiel echt gut aussieht? AJ? Hungry. Aber ich gehe vielleicht, aber wie gesagt, ich pack vielleicht mal diese kleine Katze in meine Beschreibung mal als. Könnt ihr mal reingucken. Dann könnt ihr mal schauen, wie die deutsche Version halt ist. Nochmal uns klar machen. Gibt das Spielzeug. Ja, wir haben, glaube ich, nichts zu essen. Das scheint ja leer zu sein. Ach komm, Education. Here, practice your reading. Ist echt besser. But I don't wanna. It'll take your mind off your stomach. Ja, aber du musst lesen lernen. Heat, oven, place cream, vanilla beans into a saucepan and bring to a boy. On second thought, never mind. It's only gonna make you hungrier. Das Essensmagazin, lol. Da, ach komm, nimm die letzten Snacks. Du brauchst das dringender als wir. About all we got. What about you? Na, wir kommen schon klar. Go for it. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. You'll find something else soon. I believe you. Wollen wir zumindest mal hoffen. Die Zeiten sind also nicht besser geworden. Na, war aber eigentlich abzusehen. Übrigens, dem Entscheidungsbaum zu urteilen, den wir da gerade hatten, nehme ich mal an, dass wir Harvey und Co. wohl nicht wiedersehen. Es wurde nicht gefragt, was es denen geworden ist. Tut mir leid, ich habe die Speicherstände in mein Telltale-Konto hochgeladen, aber ich konnte sie nicht übernehmen. Fragt mich echt nicht, warum. Tut mir leid, ich weiß es auch nicht genau. Aber zumindest habe ich jetzt das Indiz, dass wohl das darauf hinauslaufen wird. Machst du nix. We gonna do it? Think so. Looks clear. We're doing it. Überfall oder was? Oder gehen wir nur auf Zombies los? Ja. Freunde, bitte klingeln, irgendwas. Brechstange, Spielzeug. Ach komm, betrachten wir mal. Warum hat das Ding ein Loch? Was ist das überhaupt? Ich muss echt sagen, die Grafik haben sie echt nochmal hochgeschraubt. Ich muss sagen, so das Gesicht von Clem und AJ und so, das Spiel sieht echt gut aus. Also das muss ich ihnen lassen. Da, Hut ab dafür. Ich habe schon, als ich die Trailer früher gesehen habe und so, schon gesagt, das Spiel sieht echt gut aus. Und das tut's wirklich. Viel detaillierter und alles. Du hast Feldflasche, endlich wieder sauberes Wasser. Deswegen hätte ich nicht erwartet, dass, wenn du so guckst, wie das erste Spiel aussah, zu jetzt, das erste sah schon auch schon ganz gut oder ganz ordentlich aus für die Zeit, aber das ist nochmal ein komplett neuer Step-Up. Aber die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Falls was im Weg steht, Brechstange. Sonst noch irgendwas hier? Nö, zurückweichen. Aber jetzt, wo ich gerade schon Schlawiner da unten gelesen habe, ist vielleicht ganz gut, dass ich nicht Deutsch spiele. Ich glaube, da würde ich wahrscheinlich einen Cringe-Anfall kriegen, wenn man es andere gewohnt ist. Let's find some food. Ja, Essen finden. Ja, kennen wir ja schon. Wird man schon hinkriegen. Ja, ich weiß, wie man sich bewegt. Danke, Spiel. Was steht denn da? Friendly, ring the bell. Zutritt verboten. It means the people here shoot first. Ah, super. Wir sollten vielleicht klingeln. Wenn du Punkt siehst, bedenke mögliche Konsequenzen, bevor du Entscheidungen triffst. Ach so, Umrandungen im... Ah, okay. Und die Frage ist, lebt hier noch jemand? Ich meine,
wenn hier wirklich nur jemand lebt, dann werden wir wahrscheinlich angeschossen. Wenn keiner lebt, dann hauen wir logischer, haben wir wahrscheinlich Aufmerksamkeit. Aber ich möchte nicht unbedingt angeschossen werden, von dem her klingeln wir mal lieber. What are you doing? Einfach nochmal sicher gehen. Auch wenn wir vielleicht jetzt Walker anziehen, aber das ist mir wert. Zumindest haben wir nicht die Gefahr, dann angeschossen zu werden. Aber es scheint nicht so zu sein, als wäre hier irgendwas. Naja, probiert haben wir es immerhin. Vor allem, das ist ja auch so ein komisches Englisch-Mischung hier. Dieses Schild ist auf Deutsch, aber hier die Straßensperre, die ist jetzt in Englisch. Naja, Telltale, wie er meint. Mit Hilfe der Maus umsehen, ja, das ist Standard halt. AJ, stay back. Okay. E zum Betäuben und Q zum Töten. Zack und zack. Immerhin dafür war Jane gut, um das zu lernen. Trotzdem hat sie nicht rational gedacht. Und sie hat ja Kinder immer als quasi Bedrängnis oder Gefahr angesehen, aber wie soll die Menschheit überleben, wenn wir keine Kinder haben? Shift mache ich schon die ganze Zeit. So sehe ich das zumindest. Deswegen war mir Kenny lieber. Kenny hatte zwar auch seine Probleme, ist öfters mal ausgerastet oder so, aber seien wir ehrlich, die Unterhaltung hatte ich mal mit ein paar Leuten, auch mit Copa und Co. Sie, noch Sub und alle. Also, ich meine, sie war, sie hat immer gedacht, Kinder wären schlimm, sie halten einen auf, sie machen nur Probleme und so. Und deswegen hat sie ja, Spoiler-Alarm, für Leute, die sich für Jane damals entschieden hatte, war es ja so, dass man ja quasi da, wo Carver und alles, also dieser Supermarkt, da wo die waren, hatten die quasi sich da einquartiert und hatten ja da dann ihr Schlager aufgeschlagen, also Clem und sie. Und sie scheint wohl auch schwanger geworden zu sein. Und hat sich dann aufgehangen da danach, weil das ihre Prinzipien wahrscheinlich so war, zu viele Kinder ist nicht gut und so. Sie war ja auch immer gegen AJ und alles. Aber seien wir ehrlich, wie soll die Menschheit überleben ohne Kinder? Wie? Wenn es keine Kinder auf dieser Welt gibt, dann stirbt die Menschheit aus. Klar, man könnte sagen, wir haben eine Zombie-Apokalypse, das ist Überleben wichtiger, aber was bringt uns Überleben, wenn es keine Nachkommen gibt? Sehen wir alle zumindest so und ist ganz ehrlich wahr. Klar, Kinder sind Arbeit, man muss sie ausbilden, dass sie in dieser Zeit überleben und für ihr Überleben sorgen. Aber was sollen wir ohne sie machen? Dann sind wir am Arsch. Whoever used to grow things here is long gone. Ja, dran hängt zumindest nichts mehr. Die Pflanzen sind aber immer noch da. Hätte ich mir aber eigentlich denken können, dass hier niemand ist. Gut, haben wir in dem Fass was? Ja, das Fass ist ein ganz komisch. Das ist Wasser, oder? Trinke Wasser? Nee, ich weiß nicht, wie lange das hier schon steht. Das ist auf jeden Fall eine Distille von irgendwie da oben, Regenwasser abgefangen, aber nee, das trinke ich auf jeden Fall nicht. Aber das gab es früher auch nie, dass man Entscheidungen hat treffen müssen, wo wirklich dran stand, so, wenn du das machst, musst du dir über Konsequenzen vielleicht Gedanken machen, aber das Wasser trinke ich auf jeden Fall nicht, das würde ich abkochen oder sonst was. Ich sage ja, wenn sie schon sagt, hier war schon eine Weile lang keiner mehr, keine gute Idee in meinen Augen. Aber gut, bevor ich die Tür aufmache, würde ich eigentlich gerne noch mal gucken. Monster Trap? Nicht ganz. It's not a trap. You swing on it. For fun? You get in the tire and someone pushes you so that you go really high. Oh, I want to try. Klar. After we clear this place. Aber seien wir ehrlich, mit Clem hat AJ wohl die beste Mutter gefunden, die er finden konnte. Sie hat in eigenem Leib erfahren, was es ist, in dieser Welt aufzuwachsen. Sie kennt die Gefahren und die Umstände dieser Welt und weiß genau, wie man wohl ein Kind auf diese Welt vorbereitet. Sie hätte keine bessere haben können. Oh cool, ein Rehschädel. Interesting. Kann man den mitnehmen? Der sieht cool aus. Hängen wir irgendwo an der Wand oder so. Den haben wir wirklich mitgenommen. Rehschädel könnte zu einer Mütze passen. Okay.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie diesen Rehschädel irgendwo in diese kleine Tasche, die ungefähr nur halb so groß ist wie dieser Rehschädel, reinpackt, aber hey, wollte ich mich nicht beschweren. Nehme ich mit. Wofür wir den auch an der Mütze brauchen könnten. Aber apropos Mütze, das ist das Einzige, was uns von Anfang an geblieben ist, diese Mütze hier. Sie ist zwar schon alt, wird schon etwas kaputt und so und hat über die Jahre viel gesehen, aber sie bleibt uns bestehen. Und so wie es aussieht, den Haarschnitt von früher, wo wir da New Frontier am Ende geschnitten haben, hat sie auch nicht mehr so ganz, scheint mir zumindest zu sein. Aber hier scheint nichts mehr zu sein, deswegen gehen wir mal in die Tür rein. Die natürlich zu ist. Öffne gewaltsam die Tür. Hier war aber sonst nichts anderes, ne? Nee, gut, dann machen wir hier mal auf. Shift und Q. Okay, was ist denn das für eine komische Kastenkombination, ey? Zack. What do we do inside a new place? We listen for monsters. After that? Come on, you remember. We... Inside a new place? We always find a way out. That's right. Das wusste ich natürlich. Edge hört immer zu. Okay. Was auch immer. Oh lol. Huh. Monsters. All tied up. Warum sind die gefesselt? They can't get us? Nee. Hatten wir schon mal ganz am Anfang so eine Situation. Warum sind die hier gefesselt? Die wurden doch bestimmt hier von einem Fest gefesselt oder haben die sich selber hier gefesselt? No, they can't. Gute Frage. Na, das wusste ich schon. Das habt ihr mir am Anfang schon gesagt, aber danke dafür. This one's locked. Okay. Security door. Can't pry that open. I know you're hungry. I am too. We'll find something. I promise. Ja, bestimmt. Auch wenn es wahrscheinlich nicht mehr so einfach wird. Ich glaube jetzt, so, wie viele Jahre sind wir jetzt nach dem Start der Apokalypse? Was? Betritt ein Kartenhäuschen. Ach. Okay, verstehe, was sie wollten. Ich habe gerade erstmal überlegen müssen, was für ein Kartenhäuschen, aber die meinen wahrscheinlich das da. Aber jedenfalls, ich meine, wie viele Jahre sind seit dem Beginn der Apokalypse rum? Ich meine, ja, zum Anfang der Walking Dead Spiele war ungefähr der Anfang. Wie lange wird das her sein? 5 Jahre? 6 Jahre? Bisschen mehr wahrscheinlich. Ich meine, AJ, wie alt wird der sein? 5? 6? Vielleicht so? Maximal 10? Wobei, so alt ist Clementine auch wieder nicht. Die ist vielleicht maximal 18 oder so. Oder vielleicht 20. Ich würde jetzt irgendwie irgendwas zwischen 16 und 18 eigentlich schätzen. Deswegen, wie alt war sie damals? 10, ne? 12, irgendwie sowas. 7, 8 Jahre werden vielleicht rum sein seit Beginn der Apokalypse. Also, ich meine, die meisten Lager werden inzwischen leergeräumt sein. Ich glaube, anbauen ist wirklich das Beste, was man machen kann inzwischen. Aber da musst du halt auch immer gegen die Walker oder Monsters, wie sie hier nennen, quasi standhalten, was auch immer ein bisschen blöd ist. Aber hier, gucken wir mal, ob hier was drin ist. Auch wenn ich das nicht unbedingt annehme. Beans! Homemade. Might be more where this came from. Glas mit Bohnen, vielversprechend. Ach so. Aber können wir uns mit... Ah, sieh nach AJ. Cool. Na, ah, ich weiß, dass du Hunger hast, Kollege. Wir werden schon was finden. Mach dir keine Sorgen. Well, for their last meal. Ja. Das letzte Mal ist halt auch immer so, meh. Nee, ich möchte noch nicht raus. Trinkbecken. Wird bestimmt nichts rauskommen. Jo. Wouldn't be that easy, would it? Na, natürlich. Das Wasser ist ja auch schon seit, keine Ahnung, Jahren abgestellt. 5, 6 Jahre bestimmt. Schedule. From Atlanta to Savannah. Ah, Savannah, guck mal, da mal angefangen. Um 8.15 Uhr. From Richmond to... Was?
Wellington? Ja, Wellington. 10 Uhr, auch alles Ort, die man kennt. Vom Wellington to Prescott. 11:30 Uhr. Wellington to Richmond. Savannah to... Oh Gott, das ist ein bisschen verschmiert. Baltimore, ah. Steht unten aber da dran. Von Baltimore to Atlanta. 4:40 PM. Richmond to... Prescott? Ne, das ist was anderes. From Richmond to Richmond. Keine Ahnung. From Prescott to Atlanta. Ticket info at the counter. Ach, hier ist quasi so eine Busstation oder so, anscheinend. Das scheint ja angeblich so ein Fahrplan zu sein. Also scheinen wir noch immerhin in der Gegend, so irgendwo im Bundesstaat von Savannah irgendwo zu sein, Richmond. Ich meine, wenn zumindest hier irgendwelche Busse oder Züge oder was auch immer sind, noch hinfahren, rein, oder halt auf dem Plan noch stehen, müssten wir wahrscheinlich noch irgendwo im Bundesstaat sein, nehme ich mal an. Wir werden also wahrscheinlich keine 300 Kilometer gefahren sein. Wir wissen, dass auf jeden Fall Wellington im Norden lag, aber keine Ahnung wie weit. Die genauen Angaben haben wir, glaube ich, nie bekommen, oder? Greif nach den Schlüsseln. Lesen wir aber erstmal. Please leave us alone. Ja. This is what we wanted. Okay, sie waren es selber. Dachte ich mir fast schon. Gift. Poison. Did they give up? Scheint so. They wanted to leave this world together, holding hands in their own home. Will we have a home? We'll see. Irgendwann vielleicht. Aber das kommt mir auch sehr bekannt vor. Erstes Walking Dead Spiel, dieses das, als wir damals in im letzten Kapitel war es, glaube ich, in das Haus rein sind, wo ja die beiden da im Bett lagen und sich gegenseitig die Kugel gegeben haben, auch mit Händchen halten und alles. Erinnert mich sehr daran. Ist das eine gute Idee? Ja, okay, ist es nicht. Dachte ich mir schon, dass es nicht funktioniert. Ich wollte es aber zumindest mal probieren. Und ich sag ja, irgendwie habe ich da auch wieder sehr Déjà-vu. It's risky. Ja. Might be another way through that door. Let's look around. Let's be smart. Klingt nach einem Plan. That's right. Und auch hier ist er irgendwie sehr komisch, ist es ja wie, greife einen Schlüssel von einem Walker. Hm, kenne ich irgendwoher. Ich kriege gerade ein paar seltsame Flashbacks. Aber gut, schauen wir mal das Ticketfenster. Too small to crawl through. Well, for me. Meinst du, AJ kommt da durch? Key or the window. Those are our options. It's dark in there. We should kill the monsters. Na, das klingt nach. They're not people. Zumindest nicht mehr. Well, they used to be people. And as people, they asked to be left alone. So what's best? Wir werden das tun, was nötig ist, ne? Mir ist es auf jeden Fall riskant, AJ da reinzuschicken. I'll get the key. Ich meine, sie sind keine Menschen mehr. Und sie haben das, was wir brauchen. Und es ist mir viel zu riskant, den da ohne irgendwelche Erkundungen da reinzuschicken, von dem her. Tut's mir leid, aber wir brauchen leider was. Tut mir leid, aber wir brauchen leider den Schlüssel. Euer Opfer war nicht umsonst, ich verspreche es euch. Sehr gut. Good job. Danke. Sorry, it had to go this way. Aber damit haben wir wenigstens einen sicheren Ausgang. Aber was da drin ist, sehen wir beim nächsten Mal bei The Walking Dead, The Final Season. Bis dann.